man kann ja hier jegliches Art von Roleplay ausspielen, ne? Junge, also ich kann mir schon vorstellen, was du hier vorhast. Also ich hab ja, hab ich auch. Was denn? Ja, du willst das alles aufnehmen und dann würdest du das gerne schön in ein YouTube-Video verpacken. Alles gut, also hab ich schon durchschaut. Nein, das würde ich doch niemals tun. Niemals. Okay, schau mal, ihr habt mich erwischt. Ist das in Ordnung, wenn ich das aufnehme? Also habt ihr da, würdigt ihr mit ein? Ich meine, ich habe euch ja nicht beleidigt oder so. Ich bin ja nicht so ekelhaft und gehe in den Spawn und beleidige irgendwelche Leute. Von mir, meiner Stimme ist es egal, was ihr mir sagt. Ne? Dann musst du sie fragen. Also, Sickish-RP ist erlaubt. Darf man machen. Okay, dann danke ich euch. Bis dann. Hallo, Sir? Kann man Ihnen helfen? Sie begleiten, weil ich habe kein Auto mehr. Eigentlich nicht. Eigentlich weil heißt eigentlich. Könnte man theoretisch. Ja, ist einer verhungert oder verdorstet? Moin. Moin, ich bin verhungert. Hallo, Herr Bediele. Nee. Ja. Also, Sie sehen doch gerade, dass ich mich hier unterhalte. Wieso unterbrechen Sie mich denn? Was willst denn du jetzt? Was will ich denn jetzt? Halt mal ab. Tu dich mal ab. Wie respektlos bist du denn? Was denn? Du kommst direkt auf mich zu? Nein, halt, stopp. Du kommst zu mir, während ich mich mit dem Pediler unterhalte. Was soll das denn? Zeigst du mir jetzt erstmal deinen Ausweis? Nein, kriegst du gar nicht. Herr, zeigst du mir jetzt erstmal deinen Ausweis? Wo kommen wir hier denn hin, dass ich dir jetzt meinen Ausweis zeige? Du kommst nicht zu mir und kriegst in mein Gespräch rein. Das ist unfreundlich. Das macht man nicht, ja? Okay, jetzt reicht. Ja gut, aber er hat ja angefangen, uns zu unterbrechen. Ne? Du hast es gehört. Das könnt ihr unter euch ausmachen. Ich würde mich gerne mit dem alleine unterhalten und nicht mit dem Mann noch daneben stehend. Ich unterhalte mich gerade. Hast du mich reden hören? Ich hab gesagt gehabt, ich will mich alleine unterhalten, oder? Ja gut, das was du willst, interessiert ja keinen. Ey, du weißen, nee, schwarzen Pulli, komm mal bitte kurz rüber hier. So, sie wollten ja mit mir reden. Ich wurde die ganze Zeit gerufen, ey. Hallo? Ja, kennst du eigentlich den Typen hier, den Schwarz? Der hat gesagt, der kennt dich auch. Der kennt mich? Mich würde interessieren, wer denn die Dame hier ist. Wer ist denn die Dame? Ein schlimmster Albtraum. Wow, genau, ein schlimmster Albtraum. Wow, also ich würde erstmal sagen. Halt deine Fresse jetzt. Wow, das ist auf jeden Fall ein Apparat hier, wow. Wow, ne? Ansonsten landest du da unten. Das sieht aus wie eine Panzerfaust. Das kannst du mir aber glauben. Soll ich schmeißen? Ich würde gerne wissen, die Dame, ob sie einen Freund hat. Kommst jetzt mit, komm. Alles gut, komm mit. Ich nehme die Dame aber mit. Yeah, man. Die Dame? Das muss jeder hören. Ja, bitte. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, ja, also es tut mir leid. Besser ist, ich sehe aber nicht ein, dass du hier hin zum Kunst vorbeikommt und der Meinung ist, irgendwelchen Mädels auf den Hintern zu hauen. Sei es bei mir oder bei anderen Frauen, sowas gehört sich halt einfach nicht. Das hat nichts mit locker zu tun. Ich meine, wer so rumläuft, der will das ja quasi, ne? Wer so rumläuft, ja, ne? Kleiner Klopser vielleicht noch, bevor ich gehe? Garantiert nicht, ansonsten kriegst du von mir gleich einen kleinen. Einer geht noch! Bruder, es macht so Spaß, zu diesen Frauen zu gehen, ne? Ich würde sagen, die Dame, ne? Wir sehen uns. Sie können mich auf jeden Fall anrufen, ja? Zu jeder Zeit, ne? Sie wissen Bescheid hier. Junge! Achso, er ist weggelaufen. Hey. Wer ist denn dieser weiße Ritter hier hinter mir? Wer ist das denn? Ist das der Freund von der Dame oder wie ist... Oh, Bruder, was ist das denn, Bruder? Ich kann doch jetzt nicht in den Knast gehen, weil ich da so ein bisschen die Dame getriggert habe. 60 Minuten in den Knast für so... Nehmen Sie mal hier, sonst möchte ich... Wo sind Sie, Sir? Sehe Sie nicht. Hinter Ihnen. Warten Sie. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Okay, das ist meine Chance. Jetzt nicht wegrennen. Nein, alles gut, Sir. Sie waren irgendwie weg. Irgendwie waren sie weg. Irgendwie waren sie halt komplett weg, ne? Wissen Sie? Jetzt bin ich hier am Arsch der Welt und hab kein Auto, Alter. Wie cool wäre das, wenn ich jetzt zum Pier gehe und die Frau nochmal treffen würde? Die wird gar nicht da sein. Die kann gar nicht da sein. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Hey, Zuckerpuppe, na? Hast du mich vermisst? Ey, ich muss echt sagen, ich war im Gefängnis und ich musste den ganzen Tag an dich denken. Ich muss sagen, in dieser blauen Hose, boah, da machst du mich verrückt, weißt du das? Wie wär's, hä? Du und ich ein bisschen unterwegs gehen? Nicht. Hey, komm, du und ich, Baby, Mann. Komm, das kann doch nicht so schwer sein. Baby! Was bist du denn für ein Lutscher? Was für ein Lutscher, wie kann man so ein Lutscher sein?
Gut, dann machen wir das anders mit deinem Auto, mein Freund. Was ist denn jetzt? Nämlich sein Auto, Bruder. Sagen wir, versenken das einfach mal hier im Wasser, ne? Nice, sehe da eine blaue Hose. Mal bitte. Hallo. Naja, sie kommen einmal mit dem schwarzen Hi. Pullover sofort zu mir kommen, ja? Willst du erstmal in den Stimmbruch kommen, bevor du mit mir redest? Oder was? Jetzt geht's ab, hätte ich nicht gesagt. Phaser? Warum? Also, weil ich das Recht dazu habe. Ja, der Schwarz mit dem schwarzen Pullover, sie kommen sofort zu mir und sie kommen nicht zu der Dame, ja? Ich will mit der Dame reden, ja. Ich habe Boah, keine Lust. Unangenehm. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich gebe mir jetzt eine Chance, die ganze Situation mir jetzt zu erklären. Was sollte das? Ich sehe, dass sie Auto versenken. Was sollte das mit der Frau? Das ist meine Frau, das ist meine Ex-Frau. Die Dame, können Sie bestätigen, dass sie die Ex-Frau von dem Herrn ist? Guck mal. Die Ex-Frau? Ich muss eine Sache sagen. Sie hat es leider nicht so drauf, weißt du? Deswegen habe ich sie abserviert. Natürlich, natürlich. Deswegen stehst du auch jedes Mal die ganze Zeit da und kommst an und Schatz und hast Baby, mich gesehen Baby, pass und auf, Baby. Mir die ganze Zeit. Ist das nur heute? Nee, war vorhin schon. Schau mal, du sowieso, ich weiß gar nicht, was du willst. Was ist dein Problem überhaupt? Hallo. Das ist eine Sache zwischen mir und meiner Freundin. Du Peach, was kannst du dann draußen warten? Peach, kannst du deinen ersten Sohn, kannst du Peach nennen? Wie, du drohst mir neben einem Polizisten? Wieso machst du das? Ich werde dir auch jetzt das nochmal drohen, du dämliches Arsch. Wir sehen uns dann draußen, ist kein Problem. Das ist keine Drohung. Schau mal, mein Schatz, jetzt gerade hat niemand die Null gewählt, ja? Dann, wann ich will und nicht dann, wann du Nein, es willst. Stopp. Du kannst mir gar nicht den Mund zuhalten. Pass mal auf. Einmal kleiner Hundo. Mir wird vorgeworfen, Diebstahl in Höhe von 15.000, Sachbeschädigung in Höhe von 10. Gesehen, du warst da hinten am Auto, ich hab dich vermisst. Hey, danke, wieso bekomme ich denn schon wieder handfest? Das sind 60, schafft dann heute. Ich saß eben schon 60. Soll ich zwei Stunden in den Knast für so eine Scheiße oder was? Oh fuck, mein Handy klingelt, Mann. Sie müssen mir helfen. Oh, was geht jetzt? Ey, Bruder, das ist so bad, ne? Es ist, guck mal, wie die auch alle an der Frau gammeln, ne? Kennen Sie Ihre Rechte? Nein. Ich lese Ihnen jetzt einmal die Rechte vor, ja? Ja. Sie haben das Recht. Machen Sie ruhig weiter, das war Ihr letzter Tag als Officer. Vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich nachweislich kein Nein kann, wird Ihnen sofern beim Pflichtverkehr vom Staat gestellt. Haben Sie Ihr Recht verstanden? Der Herr, haben Sie Ihr Recht verstanden? Gut, ich werde Ihnen nochmal vorlesen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn nachweislich Sie keinen leisten können, wird Ihr Anwalt vom Staat gestellt. Haben Sie Ihr Recht verstanden? Ich bin ja immer noch am Reden. Mach ich jetzt. Fuck. Ich kann nicht nochmal in den Knast gehen, Digga. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich hab eine Idee. Jetzt warten wir mal so 10 Minuten. Danach gehen wir wieder rein. Ich hab's geschafft, ich bin wieder da. Ich will jetzt nochmal hingehen, aber die wird sofort die Bullen rufen. Ich muss mich umziehen. Die haben das nicht gemerkt. Leute, könnt ihr mir helfen? Am Pier werde ich von so einem Typen bedroht, der meinte, der wird mich ficken und so, hat er gesagt. Ich bin Auftragskiller. Alles also klar. wenn du gerne sagst, ja, den Hilfe. Ich erledigen soll. Gar kein Problem. Bro, ich sag eliminiere den. Hast du eine Knarre? Zeig mal deine Knarre. Geil. Schau mal, pass auf. Dieser Typ, der hängt an einer Frau. Er möchte mich töten, er wird mich umbringen. Wäre echt cool, wenn wir jetzt hingehen und wir packen den Typen ein. Der ist am Angeln. Es geht um eine Frau mit blauer Hose und um einen Typen mit einer weißen Jacke und weißen Haaren. So Dreadlocks hat der. Wir packen, ja? Die ist da. Also hörst du mich? Guck, das sind ja, genau die beiden. Hallo. Hallo. Der Kollege von uns hat gerade gesagt gehabt, der Kollege mit der Skelettmaske ist Sido. Der Kollege da hinten hat gesagt gehabt, euer Kollege ist Sido. Da wird einer dann freigelassen. Ja. Hermano, was für Sido, was redest du, Hermano? Der meinte, der fickt meine Mutter. Nee. Hermano, kannst du uns mal begleiten? Wir brauchen mal deine Hilfe. Wobei. Es geht um eine Sache. Oder wir müssen raus aus Pier, das können wir nicht hier machen, Bruder. Und wir müssen irgendwie die ganze weg aus dem Pier. Hast du einen Viersitzer, Hermano? Sehr frei. Ich glaube, unser Freund wird sich freuen über die Überraschung. Richtig, wir müssen hinter das Haus. Also, Jeffrey, ich würde sagen, wir machen uns bereit. Unser Freund kommt auch gleich. So, Hermano. Kannst du dich an mich erinnern, hä? Weißt du noch unten am Pier, was du da vorhin gemacht hast, mein Freund, hä? Jetzt hast du auf einmal keine große Fresse mehr, hä? Was ist denn da los? Auf einmal bist du so leise. Aber an die Wand. Los, an die Wand. Was ist denn los, du Stück Scheiße? Auf einmal kriegst du keinen Ton mehr raus. Hast du deine Zunge verschluckt? Ist okay. Am Pier hast du so gebellt und hast dich für die Frau eingesetzt. Wo ist denn jetzt die Frau? Wir sind uns dann draußen, ist kein Problem. Ich sehe hier keine Frau, du bist hier ganz alleine. Nur wir drei. Entschuldige dich. Tut mir leid. Und jetzt bell einmal für mich. Uff, uff, uff. Du bleibst an der Wand stehen. Wenn du gesehen hättest, wie er vorhin mit mir geredet hat, ne? Er geht. 20 Minuten kommt. Der Typ ist einfach abgehauen, glaub's nicht.
Wir hätten ihm direkt die Kugel geben müssen. Was machen wir jetzt mit dem? Wie erledigen wir ihn? Ist das der? Das ist doch der. Das ist doch das Auto. Ja, er ist wieder bei den Anglern. Wir müssen ihn da irgendwie rausholen, ja. Brauch jetzt selber die Waffe, weißt du? Ich gebe dir dann die Waffe zurück, ja? Ja, gib mal. Lass mich noch einmal das Zuckerstück hier, Bo, gutachten. Er wollte nicht mich anschießen. Bitte. Nein, nein, alles gut. Warte. Ja, gib mal nochmal deine Nummer. Ja, warte. Tut mir leid, Bruder, Alter, wirklich, tut mir leid, aber wir haben Krisezeiten. Jetzt bin ich jetzt wird er mich auch jagen. Wir ziehen uns nochmal um. Ey, das tut mir gerade so leid, dass ich diesen Typen erschossen habe, aber es ging einfach nicht anders. Es ging nicht anders. Ich hätte keine Waffe, er musste gehen. Okay, warte, ich muss gucken, ob die noch da sind. Die sind eh noch da, ja. Sind die ganze Zeit hier, Bruder. Das sind auch so Gefangene, die angeln auch die ganze Zeit hier. Hey, hallo, wo bekomme ich eine Angel her? Brauche ich dir nicht zeigen, das siehst du von alleine. Alles klar. Eigentlich, ich müsste sie tragen, ne? Ey, was geht ab, Mann? Ja. Was geht ab? Nicht viel bei dir. Was machst du so? Ich wollte gerade ein bisschen angeln und du? Willst du mitkommen? Gerne mitkommen, wenn du das möchtest. Okay, komm mit. Ich muss kurz noch ein bisschen Geld abheben. Hallo? Hast du deine Zunge verschluckt? Wie bitte? Was hast du gesagt? Ey. Wie du heißt? Hallo? Bist du ansprechbar? Der Typ war einfach Supporter. Er hat meinen Namen gesehen. Deswegen kam er auch zu mir. Er hat meinen Namen gesehen, ist zu mir gekommen und wollte mit mir reden. Weil das war der Typ nämlich. Oh mein Gott. Was ein Schmutz, Digga. Egal. Wir sehen uns in 3 Tagen.